Willkommen zurück zu Poke MMO im Let's Play. Ich bin der Darth Vader im Körper von Darth Vader, dem komischen Typen. Nein, ich spiele keine weibliche Person, das ist tatsächlich ein männlicher Charakter. Und ich bin hier immer noch in der fett krasse Wald. Und ich bin irgendwie, ich weiß nicht, gehe ich gerade überhaupt den richtigen Weg? Ich probiere es einfach. Oh nein! Oh geil! Super, genau das, was ich noch brauche. Folge 6 und ich treffe auf ein Pikachu. Pikachu. Und es ist Stufe 5 und das ist perfekt. Das ist einfach nur perfekt. Oh, super, was ein Zufall. Ja, ich begrüße euch alle wieder zu meinem Let's Play Poke MMO und oh ja, natürlich ist das super effektiv. Gut, ich hoffe, ja, sehr schön. Er nutzt Heuler. Und... Nein! Ah, komm, nutzt nochmal Heuler. Ja, sehr gut. Nein, Mann. Ich will dieses Vieh fangen. Wie geil. Ich stehe gerade kurz davor, einen Pikachu zu fangen. Ja, nicht nur kurz davor. Nein, ich glaube, ich... Ich fange gerade sogar ein Pikachu. Das ist super klasse. Eins, zwei, drei. Gefangen! Juhu! Geiler Kram. Ich habe jetzt ein Pikachu. Und ich hoffe, ich bin jetzt auch... Nö. Das war doch der falsche Weg. Ah, super geil, super geil. Ja, das war ein Trainerkampf, den ich mal ganz kurz so ignoriert habe. Ah, ja, jetzt bin ich hier richtig. Das ist super, ich will nämlich eigentlich aus diesem Wald hier wieder raus. Nein, was kommt jetzt? Okay, es kommt nur wieder ein Raupi. Umso besser. So. Blödsinn. Pokémon wechseln. Ich wechsle auf Bisasam. Ich hoffe, ich habe jetzt auf Bisasam. Ja, ich habe auf Bisasam gewechselt. Sehr schön. Und. Geil. Ich freue mich ja so einen Keks gerade. Weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Ich weiß zwar, dass die in so einem Wald hier rumlaufen, aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass die. Dass ich so früh an ein Pikachu komme. Sehr cool. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, wie genau ich dieses Spiel spielen werde. Ob ich diese Pokémon-Kämpfe einfach mal rausschneide. Aber ich glaube nicht, weil eigentlich macht das ja gerade dieses Spiel aus. Und, ja. Cool. Und, ah, Mist. Oh, sehr gut. Ein Kokuna. Ach nö, ich habe keinen Bock auf so einen nervigen Kampf. Hä? Okay, jetzt bin ich raus aus dem Kampf. Super. Ba ba bam, ba 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 bam. Es ist so geil. Skinny Trees on the Roadside. Ja, ich... Ah ja, hin und wieder kann ein Pokémon die zerschneiden. Viele Pokémon leben im Wald. Nein, in Höhlen. Ah ja, natürlich. Ich kann auch den digitalisieren Kram abschaffen, indem ich einfach die richtige Taste drücke. Ja, ich bin jetzt endlich hier in dieser fettkrass Stadt, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Und wir nähern uns eigentlich auch schon so ziemlich der ersten Arena. Aber vorher muss ich noch definitiv meine Pokémon füllen, also heilen, bevor ich hier irgendwas machen kann. Ich weiß auch gerade gar nicht. Achso, genau, der Arenaleiter ist ja Rocco. Hui, gab's das Ding hier schon immer? Museum. Mhm. Schön.
Ich glaube, da kann ich auch nur, ja, dachte ich mir, damit kann ich, da kann ich erst rein, wenn ich Zerschneider gelernt habe. Ja, gut. Da kann ich nichts machen, das ist aber kein Problem. Was ich mich frage, das sehe ich aber erst in der nächsten Stadt, ob sie hier auch diese, diese Brock? Brock? Okay. Ja, eigentlich bräuchte ich dafür ein Wasser-Pokémon, um dagegen zu gewinnen. Das Problem ist natürlich, dass man auch keine Angel hat und auch noch gar nicht an Wasser-Pokémon kommt zu der Zeit. Dementsprechend wäre Shiggy hier als Start-Pokémon gar nicht so verkehrt gewesen. Aber ist mir relativ egal. Denn erstmal muss ich, also das, was ich an Pokémon habe, sollte eigentlich ganz gut dagegen funktionieren. Zumindest Bisasam, wenn ich den auf einer richtigen Stufe habe. Was haben wir denn da? Ach ja, du schon wieder. So, auf Stufe 4. Wieder mal ein wundervolles Raupi. Gut, sollte ich erstmal wechseln. Ich wechsle wieder auf Bisasam. Katzing. So. Oh nein. Also es wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll, wenn ich erstmal meine Pokémon auf eine ordentliche Stufe bringe. Die Frage ist nur, ich weiß noch nicht so ganz, welche Stufe dafür ganz angenehm wäre. So, den habe ich gelegt. Gibt 15 Erfahrungspunkte. Schön. Vielleicht finden wir hier auch irgendwelche Pokémon, die ich noch nicht habe. Rattan, nein, Radfratz. Nö. Gleich mal wieder hier Pokémon wechseln. Wieder Bisasam. Nichts ist cooler als Bisasam. Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. So. Jetzt wird mal Zeit, dass ich hier mal ein bisschen Schaden mache. Gut. Okay, da ist er auch schon auf Stufe 6. Und hey, es ist schon wieder so eine komische Knusperknolle. Oh, auf Stufe 2 diesmal. Pokémon. Ach ja, wieso eigentlich nicht? Kämpfen wir doch auch mal mit Pikachu. Damn, da ist er auch schon. Genau, Donnerschock. Und Brutz. Und noch einmal Use Protect. Hat wieder nicht funktioniert. Und noch mal ein Donnerschock. Yay, 8 Erfahrungspunkte bekommen. Oh, was ein Zufall, wieder ein Kampf. Und es ist schon wieder so ein komisches Vieh. Das könnte ich stundenlang so machen. Nee, Pokémon, der ist diesmal sogar auf Stufe 5. Das ist aber echt klasse. Ich habe hier definitiv zu viele Käfer-Pokémon. Oh, das war jetzt ein schöner Lag. Bumm. Immer schön tackeln. Ah ja, natürlich. Ich sollte auch mal Egelsamen nutzen. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Fähigkeit. Aber Tackle. Lebenspunkte wurden wieder gesaugt. Yay! 21 Erfahrungspunkte dafür. Gut. Oh nein, und schon wieder ein Kampf. Und es ist wieder ein Radfratz. So, welche Stufe hat er denn diesmal? Stufe 3. Definitiv nicht. Keine hohe Stufe.
Den werde ich sicherlich gleich ganz klein kriegen. Ja, genau. Nimm einmal Miracle Whip. So, 12 Erfahrungspunkte. Ich überlege gerade, ob es uns schon möglich ist, hier drüben weiterzugehen. Ja, ich bin ein Trainer. Oh nö. Was soll das? Ja, ich weiß, dass da drüben eine Arena ist, aber die will ich eigentlich ignorieren. Ah ja, danke, wunderbar. Schön zu wissen, dass da eine Arena ist. Aber eigentlich... Ach Mann. Okay, ich kann da nicht einfach so dran vorbei, das ist schade. Nee, ich habe eigentlich gehofft, dass ich dort gegebenenfalls nochmal ein Stein-Pokémon finde oder sowas. Ja, super. Was haben wir denn hier oben? Hier haben wir nix. Nerv. Gut, dann reparieren wir erstmal unsere Pokémon. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Rechts an der Seite, die Farben geben an, wie gut gerade eben mein Pokémon, meine Pokémon heile sind und so weiter. Na komm. Jo. Da lang. So, wir haben hier noch ein paar Trainerkämpfe zu absolvieren. Das werden wir natürlich auch noch machen. Ist ja nicht so, dass ich normalerweise den Trainerkämpfen davonlaufe. Noch Mann. Was haben wir jetzt hier? Oh, ein Hornliu. Das fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Gut, den werde ich mir doch dann gleich mal direkt schnappen. Ja, Fadenschuss. Das ist schön, das ist super schön, dass ich hier gleich auch einen Hornliu finde. Erstmal Egelsamen. Zack, zack. So, Geschwindigkeit sinkt. Dafür kriege ich noch ein paar Lebenspunkte zurück. So, und jetzt tackeln wir dich erstmal ein bisschen. Spannend, spannend. Oh, das ist super. Dann können wir auch gleich mal einen Pokéball werfen. Schnapp, dich habe ich. Habe ich dich wirklich? Eins, zwei, drei. Ja, dich habe ich. Perfekt. So, und jetzt werde ich diesen Pokémon-Trainer hier noch besiegen. Dum, 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 dum. So, wie viele Pokémon hat er denn überhaupt? Er hat eins, und zwar ein Hornliu. Na, was ein Zufall. Gut, dann einmal nochmal auf den Bulbasaur gewechselt. Naja, auf Bisasam. Oh. Erstmal Egelsamen. Was? Eine Egelsamen ging daneben? Gibt's ja wohl nicht. Geht doch. Dum 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 dum. Schön wäre es, wenn man hier auch Missing Gno finden könnte. So wie damals in der roten und blauen Edition. So. Auf jeden Fall, ja, Trainerkämpfe sind eigentlich immer noch die beste Variante, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Zack. So. Damit haben wir auch den hier besiegt. 50 Erfahrungspunkte. Taubsi ist auf Stufe 7. Und yay, noch ein paar neue
Punkte dazu. Gut, an dieser Stelle... Oh, hier ist ein Pokéball. Oh, ich habe eine Potion gefunden. Das ist ein Trank. Gut, an dieser Stelle mache ich dann erstmal einen kleinen Cut und wir sind dann später wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Poke MMO, das Pokémon-Online-Rollenspiel. Bis denn!